Ja, liebe Freunde, gleich ist soweit. Stefan spricht zu uns, aber ich habe jetzt die Ehre, noch ein paar Worte an euch zu richten, liebe Freunde. Und ich glaube jetzt, von der Resonanz von da drüben, es dürfte klar sein, dass jetzt der Herr Wienhardt spricht, liebe Freunde von der Antifa. Und jetzt gibt es nochmal Klartext zur zur Landtagswahl und zur Bezirkstagswahl, liebe Freunde. Wir haben Flyer verteilt. Es ist ganz einfach. Macht eure vier Kreuze bei der AfD. Wir haben auf jedem Flyer hinten unseren Spickzettel für die Wahlkabine drauf gemacht. Und da wisst ihr genau, wo ihr wohnt, ob ihr im Stimmkreis West oder Ost wohnt. Wir sind da logischerweise jetzt im Osten. Und dann gebt mir bitte, wenn ihr mich gut findet, eure Erststimme und die Zweitstimme dem Franz Bergmüller auf Platz 18 und beim Bezirkstag die Erststimme dem Andreas Kohlberger und die Zweitstimme dem Christian Demmel. Ich glaube, wir haben gute Kandidaten, die ihr bisher vorgestellt haben. Ich hoffe, euch gefällt es halt bei uns. Aber wir wollten noch ein bisschen mit euch über die Programmatik sprechen, über das, was wir im Landtag die nächsten 5 Jahre vorhaben, liebe Freunde. Und wenn ihr jetzt heute nach Hause geht, wenn ihr nach Hause geht und von euren Freunden, Bekannten, von der Frau, von der Freundin oder wem auch immer gefragt werdet, was hat denn die AfD zu bieten oder was haben denn die so im Programm stehen, dann merkt euch 3 Worte. Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, liebe Freunde. Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Mehr ist eine zu sagen. Und diese 3 Begriffe ziehen sich bei uns durchs Wahlprogramm wie ein roter, wie ein blauer Faden, selbstverständlich. Ja? Und da wird es ja sehen, egal in welchem Bereich der Landtagspolitik und darüber hinaus, wir haben auch ein Kapitel gemacht zu Bayern, in Deutschland, Europa und der Welt, wie wir eigentlich unser Selbstverständnis auch sehen, dass wir sagen, wir sind wir in Bayern, dass wir auf unsere Leute schauen und nicht auf den Rest der Welt, dass dem gut geht. Nein, wir wollen, dass erstmal unsere Leute gut geht. Der Christian hat es vorhin schon gesagt gehabt, wir wollen nicht, dass unsere Bundeswehr ihre Waffen in die Ukraine liefert. Ich frage mich immer, warum stehen die da drüben mit ihren ganzen bunten Fahnen nicht bei uns? Es waren auch diejenigen, die immer gesagt haben, kein Krieg, Frieden in der ganzen Welt. Und es sind diejenigen, die jetzt grün wählen, liebe Freunde, und die Waffen in die Ukraine schicken. Pfui Teufel, schämt's euch! 3 Worte. Freiheit, Sicherheit, Wohlstand. Frage an die Runde. Wer von euch besitzt ein Deutschland-Ticket? Einer, 2. Der Rest nicht. Liebe Freunde, euch sei dieses Ticket gegönnt. Aber da musst du wirklich Berufspendler sein und das ausnutzen können. Für die meisten lohnt es nicht am ländlichen Raum heraus. Das Deutschland-Ticket ist ein Ticket für die Großstädter. Mit dem Deutschland-Ticket fahrt zwischen Brern und Brutting, zwischen Brern und Rosenheim oder Fraßdorf und Aschau fährt kein einziger Bus mehr, liebe Freunde. Wir subventionieren in Bayern dieses Deutschland-Ticket für München, für Augsburg, für die großen Städte mit 300 Millionen von eurem Steuergeld. Da habt ihr keinen Cent davon, das muss man mal ganz klar sagen. Aber ich sei es gegönnt, wo es gepasst hat. Aber wir machen ja hier keinen Neid. Aber die große Masse der Bevölkerung bleibt hier auf der Strecke. Und wir wollen, dass alle profitieren. Wir wollen, dass alle profitieren von unserer Politik, nicht nur wenige. Wir machen keine Klientelpolitik, liebe Freunde, für irgendwelche bunten Minderheiten. Wir machen Politik für die gesamte Gesellschaft. Deswegen sagen wir auch Nein zu einem Queer-Aktionsplan, sondern sagen Ja zu einem Aktionsplan für mehr Wohnraum, für besseres Heizen, für freies Heizen, für freie Fahrt, für freie Bürger, liebe Freunde. Und vor allem Freiheit in der Gesundheitspolitik, Freiheit für den eigenen Körper, ob wir uns impfen lassen oder nicht. Das sind alles Aktionspläne. Die brauchen wir, aber nicht für eine bunte Minderheit da drüben. Söder und Aiwanger, da können Sie der Aiwanger noch so volkstümlich geben, liebe Freunde. Söder und Aiwanger haben die letzten 5 Jahre Politik für die Großstädter gemacht, nicht für den ländlichen Raum. Ihr kennt euch alle an dieses Bienenvolksbegehren erinnern, wo die Landwirte im Endeffekt enteignet worden sind, weil sie bestimmte Teile ihrer Grundstücke nicht mehr bewirtschaften können, weil sie in Feld und Flur aufpassen müssen, was machen, weil sie eben nicht mehr freie Unternehmer sind, freie Landwirte, sondern weil sie noch mehr gegängelt werden mit Bürokratie und allem, was damit zusammenhängt, liebe Freunde. Da schieben wir einen Riegel vor.
Wir klagen ganz aktuell vor dem Bayerischen Verfassungsgericht gegen dieses Volksbegehren. Und eines ist auch klar, der Verhandlungstag ist Mitte Oktober, also nach der Landtagswahl. Warum? Damit der Herr Söder sich dann seine Klatsche nach der Landtagswahl abholen kann. Da bin ich mir ganz sicher, den Prozess, den gewinne ich mir. Und wenn es über die Justerreine geht, liebe Freunde, dann braucht man eine Mehrheit für unsere Landwirte, für unseren ländlichen Raum, damit wir wieder ordentliche Politik in Bayern bekommen. Und da geht es weiter, liebe Freunde. Wenn wir gerade bei der Landwirtschaft sind, da gibt es den Bundeslandwirtschaftsminister, Cem Özdemir, noch nie auf einem Traktor gesessen. Ja? Der hat keine Ahnung von dem ganzen Metier. Sein bayerische Kollegin, Frau Kaniber, auch nicht, da haben sie was gemeinsam. Aber sie machen ja eh gern zusammen Politik gegen unsere bayerische Landwirtschaft, liebe Freunde. Aber dieser Cem Özdemir und der Franz hat zu mir gesagt, Andi, reiß die halt zusammen, keine provokanten Begriffe, aber ich muss euch jetzt leider quälen. Ricarda Lang. Ja. Ja. Ricarda Lang ist da genauso mit dabei. Cem Özdemir und Ricarda Lang sagen zu euch, in Zukunft nur noch 10 Gramm Wurst pro Woche, pro Nase, liebe Freunde. Wir lassen uns unsere Bratwürste nehmen, wir nehmen unseren Schweinsbraten weiterhin zu uns und wir essen, was die bayerische Landwirtschaft auf den Teller bringt, liebe Freunde. Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir essen sollen. Wichtige ist eine gute Ernährung. Und wir wollen nicht, dass dieses Mercosur-Abkommen, wo die ganzen Südamerikaner ihre billig genveränderten Lebensmittel bei uns auf den Markt werfen. Wir stehen zur bayerischen Landwirtschaft mit hervorragender Qualität, ob das jetzt bio ist, ökologisch oder ob das konventionell hergestellt ist. Diese Standards wollen wir halten, weil wir ein Vertrauen haben in unsere Landwirte, weil wir Vertrauen haben in unsere Lebensmittel. Und wenn jetzt das Mercosur-Abkommen kommt, dann schmeißen die euer Gensoja, ihren Genweizen, ihr Genmais bei uns auf dem Land auf den Markt und unsere Landwirte haben keine Chance preislich, die haben keine Chance. Und was macht die CSU? Was machen die Freien Wähler mit Aiwanger? Die schreien Hurra, BMW kann seine Autos steuerfrei in Argentinien verkaufen. Ja, tolle Sache, aber an unsere Landwirte denkt nur die AfD und da denkt ihr bitte dran am 8. Oktober, wenn es euer Kreuz macht. Wir nehmen uns die Freiheit zu essen, was wir wollen. Wir nehmen uns die Freiheit zu heizen, wie wir wollen. Der Franz hat schon kurz angesprochen, liebe Freunde. Mit uns könnt ihr euren Holzofen auch weiter benutzen. Und mit uns habt ihr die Sicherheit, dass ihr den benutzen dürft. Und wenn ihr für teuer Geld euren Wohlstand da investiert habt, in eine neue Heizungsanlage, beispielsweise eine Gasheizung, die vor 4 Jahren noch von der Bundesregierung gesponsert und subventioniert wurde, meine Damen und Herren. Wenn der 330.000 Euro investiert hat in eine neue Heizungsanlage, dann hat er mit AfD erstens die Sicherheit, dass er diese Heizungsanlage weiter benutzen darf. Mit der AfD hat er die Sicherheit, dass weiterhin Gas zu uns fließt, liebe Freunde. Und mit der AfD hat er auch die Sicherheit, dass er in 20 Jahren diese Heizungsanlage noch reparieren darf. Wir geben euch eine Bestandsgarantie, weil es um euren Wohlstand geht. Und wie ihr heizen wollt, das sucht ihr euch aus. Das ist eure Freiheit mit dem Kreuz bei der AfD am 8. Oktober. Und Freunde, wir müssen aber... Bevor jetzt der Stefan gleich kommt, der Stefan steht schon in den Startlöchern. Er ist schon ganz nervös, ich merke schon. Er wackelt hin und her, aber es ist kein Gewitter im Anzug. Ja, also wir genießen weiterhin diese klasse Atmosphäre. Wir haben, glaube ich, noch nie so einen schönen Veranstaltungsort gehabt wie heute, oder, Freunde? Also so gut haben wir es uns noch nie geben lassen. So, wir müssen mal kurz über die Gesundheit sprechen. Von uns aus hat jeder von euch die Freiheit, einmal ein Bier zum Trinken, einmal eine Zigarette zu rauchen und so weiter und so weiter. Und wie er sich ernährt, das ist auch seine Sache. Das ist das eine. Aber es geht auch um die Freiheit, liebe Freunde, sich den Arzt raussuchen zu können, wo ihr Vertrauen dazu habt. Und diese ganzen Arztsitze,
die die KVB verteilt und nicht mehr verteilen kann. Da habe ich manchmal gar keine Auswahl mehr, weil ich froh sein muss, wenn ich innerhalb von 6 Wochen oder von 8 Wochen oder von 12 Wochen beim Chirurgen einen Termin bekomme. Und die Damen wissen es auch, wie sparsam eigentlich Termine beim Frauenarzt zu bekommen sind und so weiter und so weiter. Da geht's um eure Freiheit, dass ihr euch den Arzt raussuchen könnt. Es geht um eure gesundheitliche Sicherheit, weil wer 8 Wochen auf einen Arzttermin warten muss, weil es Knieschmerzt, weil die Schulter schmerzt, der begeht Raubbau an seiner Gesundheit, liebe Freunde. Das macht sie nicht freiwillig, sondern es ist deswegen, weil wir zu wenig Ärzte auf dem Land haben und diese KVB ist dem bisher nicht nachgekommen. Wir wollen zu eurer Sicherheit, dass in Zukunft das Gesundheitsministerium eingreifen kann und Ärzte zuteilen kann, weil anders kriegen wir den Landarztmangel auch nicht mehr gebacken, liebe Freunde. Da geht es um eure Sicherheit, eure Gesundheit und auch um euren Wohlstand, weil ihr zahlt die ganze Party. Und dann geht es natürlich auch um unsere kleinen Landkrankenhäuser. Und ihr stimmt am 8. Oktober, oder wenn ihr eine Briefwahl vorher macht, ihr stimmt nicht nur über die Politik von Söder und Aiwanger ab. Mit den ganzen geschlossenen Geburtshilfestationen hier in Prien 2013, in Bad Aibling 2017 und über 40 weiteren Geburtshilfestationen in ganz Bayern, wo man gesagt hat, Kinder kriegen ist keine Krankheit, die Frauen sollen zu Hause gebären oder sollen in der Hebammenpraxis gebären oder wo auch immer, aber nicht im Krankenhaus, weil da gibt es kein Geld dafür. Liebe Freunde, das machen wir nicht mehr länger mit. Da geht es um die Sicherheit unserer Frauen, da geht es aber auch um den Wohlstand, liebe Freunde. Ein kleines Landkrankenhaus muss eine Geburtshilfestation betreiben, wenn es nach der AfD geht. Wenn ihr das wollt, macht euer Kreuz bei der AfD. Und das, was wir jetzt aus Berlin hören, lasst mir eigentlich kalt den Rücken runterlaufen. Karl Lauterbach plant, rund 1/3 der bayerischen Landkrankenhäuser finanziell ersaufen zu lassen, liebe Freunde. 1/3 der Landkrankenhäuser soll keine Notfallstation mehr haben. 1/3 der Landkrankenhäuser soll eigentlich geschlossen werden. Und bei uns in der Region hat es schon angefangen. Ihr habt es alle in der Zeitung gelesen. Haag in Oberbayern, geschlossen, ist kein Krankenhaus mehr. Das ist jetzt irgendwie so ein medizinisches Versorgungszentrum mit angeschlossenem Pflegeheim. Freilassing, geschlossen. Berchtesgaden, kurz vor der Schließung, Notfallstation macht schon zu. Und es wird auch zu uns kommen, liebe Freunde. Dann habt ihr eben kein Krankenhaus mehr in Prien am Chiemsee. Und das wollen wir von der AfD nicht. Wir wollen nicht, dass diese Immobilie an Seelage an irgendeinen Immobilienmogul verscherbelt wird. Wir wollen hier ein Krankenhaus für die Allgemeinheit. Und dafür kämpfe ich, liebe Freunde. Und dafür war ich mal Meier auf dem Bayerischen Landtag. Da könnt ihr euch sicher sein. Und das Gleiche gilt für Bad Aibling, logischerweise. Das Gleiche gilt für Wasserburg. Ihr wisst, dass im alten Krankenhaus in Wasserburg jetzt die Flüchtlinge einquartiert werden, weil man da ein Personenzimmer draus machen kann. Nein, liebe Freunde, das wollen wir hier in Prien nicht. Ja, wir wollen auch hier kein Containerdorf für Flüchtlinge, ganz nebenbei mal. Und wenn man dann das neue Krankenhaus in Prien anschaut, in Wasserburg anschaut, für einen dreistelligen Millionenbetrag, wurde dort ein neues Klinikum gebaut. Und die Pläne von Herrn Lauterbach sagen, dass dieses Krankenhaus unter Umständen keine Notfallstation mehr betreiben darf. Ja, wo sind wir denn da hingekommen? Das ist euer Steuergeld, das ist euer Wohlstand, liebe Freunde. Das ist eure gesundheitliche Sicherheit. Daran werden wir nicht sparen. Wir brauchen mehr Geld in einem Gesundheitssystem, wo wir Zuzugsregion sind. Und das ist scheißegal, wo die Leute herkämen, ob die aus Afrika kämen, ob die aus Amerika kämen oder überhaupt irgendwo aus Norddeutschland. Das ist ganz egal. Bayern ist Zuzugsregion. Und wir sind eine alternde Gesellschaft. Eure Leute müssen öfter ins Krankenhaus. Da werden wir doch am Teufel tun, an unserem Gesundheitssystem nur einen Cent zu sparen. Nein, wir müssen da ein bisschen mehr reinbuttern. Und wir müssen diese Standorte erhalten. Und deswegen macht's bitte euer Kreuz bei der AfD, dass wir es erhalten können. Es geht um das Patientenwohl. Es geht um das Wohl der Angehörigen, die ihre Angehörigen im Krankenhaus mal besuchen wollen. Ja, wie unmenschlich ist denn unsere Gesellschaft geworden, wenn man den Opa, die Oma nicht mehr besuchen kann, weil das Krankenhaus 40, 50, 60 Kilometer weg ist. Das ist mit uns nicht zu machen. Und liebe Freunde, es geht auch um die Pflegekräfte und die Ärzte. Ja, was machen die denn, wenn sie nicht mehr 5, 6 Kilometer ins Krankenhaus haben, in der Früh
zur Frühschicht um 6 in der Früh bei Wind und Wetter, jetzt dann, wenn wieder Glatteis ist, fahren die dann 60, 70 Kilometer zur Arbeit oder sagen die, wisst was, LMAA, ich hänge meinen Job am Nagel, ich mache was anders. Das ist unmenschlich, was man auch gegenüber den Pflegekräften da betreibt. Wir wollen die wohnortnahe Versorgung erhalten. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, liebe Freunde. Und dafür kämpfen wir und dafür machen wir ordentliche Politik im Bayerischen Landtag. Ein Punkt noch. Ein Punkt noch. Wir haben mittlerweile die höchste Abgabenlast in ganz Europa. Wir werden ausgesaugt steuerlich, das ist immer feierlich ist. Aber wir kriegen immer weniger dafür, liebe Freunde. Und wir haben in unser Programm reingeschrieben, weg mit der CO2-Steuer, weg mit der CO2-Besteuerung. Am 1. Dezember geht es nochmal zusätzlich was drauf. Da kommt wieder zum Jahreswechsel, kommt dann die CO2-Steuer noch einmal. Und jetzt kommt dann die Zusatzmaut für die LKWs. Wer zahlt denn die ganze Rechnung? Das zahlen wir alle. Das zahlen wir alle, wenn wir in den Supermarkt gehen, weil das Essen kommt nicht aus der Steckdose über den Lieferservice. Das muss ein LKW-Fahrer da hinfahren, dass ihr Einkäufer kennt, liebe Freunde. Und das wird auf euch umgelegt. Die Preise werden nochmal durch die Decke gehen am 1. Dezember nach der Wahl. Selbstverständlich, wann denn sonst? Aber da läuft einiges schief. Wir müssen unsere Wirtschaft entlasten, nicht belasten, liebe Freunde. Und wir müssen auch die Arbeitnehmer, die Leistungsträger dieser Gesellschaft steuerlich entlasten. Weil wir haben keinen Bock mehr, diejenigen, die um 6 in der Früh aufstehen, dass wir denen da drüben ihre Demonstrationen zahlen, liebe Freunde. Ich zahle das Hartz IV für dieses Geschwerl da drinnen nimmer. Ihr habt da keine Lust mehr drauf. Und euch geht's doch genauso. Arbeit muss sich in diesem Land wieder lohnen. Und wer 35 Semester für sein Sozial- oder Soziologiestudium braucht, der tut mir leid, dann soll er woanders hingehen. Aber wir zahlen das nimmer, liebe Freunde. Und dazu gehört auch ein Thema, das ist, glaube ich, vielen hier in der Region wichtig. Wir haben extreme Immobilienpreissteigerungen gehabt, die letzten Jahre. Und immer mehr müssen das Häusl von der Oma aufgeben, weil es nicht mehr zum Erhalten ist wegen der Erbschaftssteuer. Freunde, merkt euch eines. Wir haben 2016 unser Grundsatzprogramm reingeschrieben, weg mit dieser Erbschaftssteuer. Da hat der Aiwanger, der ist jetzt abplakatiert, da hat er nur überlegt, was er in seinem Schulranzen alles drin gehabt hat. Da haben wir das schon eingeschrieben gehabt, liebe Freunde. Und dabei bleibt es auch, weil die Erbschaftssteuer eine reine Neidsteuer ist und sie bewirkt in dieser Form, wie sie erhoben wird, nicht das, was es soll. Wenn ihr Immobilienunternehmer seid mit 300, 400 Wohnungen, dann könnt ihr das Ganze steuerfrei weitervererben. Überhaupt kein Problem. Aber wenn ihr Omas Häuschen erbt, hier in Prien am Chiemsee oder in Rosenheim oder am Stadtrand von München, dann zahlt ihr eine harte Erbschaftssteuer, die ihr mit eurer Arbeitsleistung gar nicht mehr erwirtschaften könnt. Dann wandert Omas Häuschen zum Fiskus. Das ist nicht der Sinn dieser Steuer gewesen, liebe Freunde. Und deswegen muss die weg. Und die Grundsteuer muss gesenkt werden. Allein dieser Irrsinn, den ihr mitgemacht habt mit diesen ganzen Grundsteuererhebungen. Wir haben gesagt gehabt, macht ein Widerspruchsverfahren. Die Daten haben sich doch bei den meisten Gebäuden nicht geändert. Das war so einfach gewesen, aber jeder von euch hat zum Steuerberater gehen müssen, der was hat. Das ist doch ein Irrsinn gewesen. Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und eine Einnahmequelle für die Steuerberater gewesen, aber doch nicht für uns. Was ist denn der gesellschaftliche Mehrwert von dem Ganzen gewesen? Man hätte es viel einfacher gestalten können. Hätte man gemacht, hätte man auf die AfD gehört, liebe Freunde. Und da haben wir das Thema Grunderwerbsteuer. Ja, einen großen Immobilienfonds interessiert es nicht, ob er Grunderwerbsteuer zahlt. Aber für die junge Familie ist es ein großer Unterschied, ob es nur Grunderwerbsteuer zahlen muss oder nicht. Und deswegen sagen wir klipp und klar, für die erste eigengenutzte Immobilie weg mit dieser Grunderwerbsteuer, dass junge Familien, junge einheimische Familien eine Chance haben, auch hier Bauland zu erwerben, liebe Freunde. Dafür stehen wir und das halten wir für sozial übrigens. Und es ist vollkommen klar, dass diese Gerechtigkeitsfragen gelöst werden müssen, bevor wir uns darüber unterhalten, ob wir noch weitere Freunde und Gäste in dieses Land lassen, liebe Freunde. Bevor nicht diese Fragen für die einheimische Bevölkerung geklärt sind,
gibt's hier keinen mehr, der hier rein muss, weil wir haben zu viele. Und das sagen nicht ich, liebe Freunde, das sagen die Landräte von der CSU, das sagen die Landräte von den Freien Wählern, die zu ihrem Ministerpräsidenten und zu ihrem stellvertretenden Ministerpräsidenten hingehen und sagen, was macht ihr da? Aber Aiwanger und Söder sind tat dafür, die wollen noch mehr reinholen. Und dann ist die Turnhalle in Prien wieder belegt und dauerhaft belegt, meine Damen und Herren. Und da ist noch viel anderes belegt. Überall Land auf, Land runter geht's, drunter und drüber. Ja, wo sind wir hingekommen? Mit der AfD ist vollkommen klar. Wer keine Duldung in diesem Land hat, wer in diesem Land keine Aussicht auf Asyl hat, der muss dieses Land verlassen, liebe Freunde. Vollkommen klar. Und wer gern mit dem Messer spielt, Frauen belästigt oder in einer anderen Art und Weise kriminell wird, ja, liebe Freunde, der soll zurückgehen in seinen ursprünglichen Kulturraum. Ganz einfach, den schieben wir auch notfalls ab. Da gibt es keine Diskussion. Und weil wir hier stehen und drüben die Geburtsstätte des Grundgesetzes im Hintergrund haben, sage ich auch klipp und klar, wir sind für Religionsfreiheit. Aber wer die Scharia über das Grundgesetz stellt, liebe Freunde, der Deal ist mit uns nicht zu machen. Auch der soll bitte woanders hingehen. Ihr merkt, es geht uns um eure Freiheit, es geht um eure Sicherheit, es geht um euren Wohlstand. Wir haben nicht vergessen, wer uns zwangsimpfen wollte. Wir haben nicht vergessen, wer uns eingesperrt hat. Und wo bayerische Gerichte jetzt das Ganze einkassieren, wenn ihr wollt, dass ihr das Kind hier machen, am 8. Oktober oder am 9. Oktober, wenn wir die Mehrheit haben, liebe Freunde, dann seid ihr mal ganz stark, dann hört es. Das Klicken der Handschellen bei Markus Söder. Weil eines ist klar, Söder muss weg, liebe Freunde. Söder muss weg. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt würde ich sagen, starten wir unseren Hauptakt. Stefan, komm zu uns rauf. Schön, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen, Prien am Chiemsee.